Hallo Pokéfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Playland. Heute habe ich mal 5 Booster von Schwert und Schild, die ich mir online bei eBay Kleinanzeigen für 17 Euro, was recht günstig war, mal gekauft habe. Einfach mal um ein kleines Experiment zu machen. Die werden jetzt wahrscheinlich zu 100% abgewogen sein. Da ich ja hier auch 3x Lapras und 2x Relaxo drin habe. Auf dem Bild bei eBay war was anderes drauf. Wir schauen einfach mal rein. Es werden auch die letzten Booster sein, die ich mir so einzeln kaufen werde von diesem Set. Ansonsten halt, wenn wieder eine Kollektion rauskommt und Schwert und Schild eins mit dabei ist, mache ich es natürlich gern auf. Ich würde sagen, wir fangen an mit Lapras VMAX. Und ja, wie gesagt, 17 Euro. Vom Preis her okay, aber ich glaube vom Inhalt her Trash. Wir gucken einfach mal, was wir hier ziehen können. 1, 2, 3, 4. Auf jeden Fall war auf dem Bild drauf, dass der Typ oder das Mädel einen 36er Display da hat. Und jeweils fünf Päckchen immer verkauft für 17 Euro, was halt recht günstig ist. Und ich glaube, ein Angebot hatte er mit 6 Karten. Ja. Schauen wir mal, ob das legit ist. Wir haben eine Psychoenergie. Hoppala, ein Energieumschalter. Meistens, also ich würde es euch nicht raten, Einzelbooster oder auch hier 4 oder 5 von jemandem zu kaufen, die wo halt schon ausgepackt sind. Außer vielleicht bei einem Shop eures Vertrauens, dann geht es vielleicht. Wie gesagt, manchmal hat man Glück und man hat was dabei und manchmal hat man halt eben Pech und man hat halt 5 Packs da, wo nichts drin ist. Oder auch 10 Packs, wo nichts drin ist. Wir haben Amphira. Gladiantri, ein Thermobot, Voldi, Gloptobus, ein Wurmbill, Phonifras in Reverse und die Rare ist ein Relaxo. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Relaxo wie? Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier einen Hit rauskriegen. Anscheinend gibt es doch noch ein paar ehrliche Leute, die online verkaufen. Aber die muss man erstmal finden. Mal gucken, ob. Ja, jetzt bin ich eigentlich optimistisch hier. Eigentlich bin ich so in die Sache rangegangen, ja, 5-mal, probieren wir einfach mal aus, 5-mal Non-Hit. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen optimistischer, dass wir hier eventuell doch noch was kriegen könnten. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. 4 nach vorne und wir fangen an mit einer Feuerenergie. Das Glücksei. Ein Zwolok. Ein Tiktri. Ein Pupanze. Ein Lampi. Ein Krabi. Ein Picochilla. Galaponita, und ich habe schon gespoilert, ey, aber noch ein Hit, krass. What the fuck? Pokekind in Reverse und die Rare ist ein Quirtle-Wie, lol. Quirtle-Wie, 2 Hits. Respekt. 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 2 Booster, 2 Hits. Okay, ja, kann man machen aus einem Random-Kauf aus dem Internet. Ja, cool. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Wir machen weiter mit Lapras VMAX. Ich
Ich habe hier schon den ganzen Tisch voll Müll. Oh, hier gibt es nur einen Code. Da ich jetzt zwei V-Karten gezogen habe. Viel Spaß damit. Und wir machen weiter mit einer Psychoenergie. Kranowitz, ein Superball, ein Trank. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Wir haben Pikachuilla. Schaut doch gerne auf der Pokémetropole vorbei. Unten, wie immer, mit verlinkt. Lampi, Heinkli, Bunkel, Galamauzi, Hoplo, Energiesuche in Reverse. Und die Rare ist ein Inteleon in Holo. Ja, krass. Da hat er mir die ganzen Hits gegeben, oder was? Das ist ja krass. Das hatte ich auch noch nicht. Wobei ich das auch noch nie wirklich gemacht habe, dass ich mir jetzt Booster kaufe. Von einer Einzelperson, die halt eigentlich zu über 90% eigentlich im Abgewogen sind. Da hatte ich jetzt wohl Glück. Wir machen weiter mit Relaxo V-Max. Schauen mal, was der so bringt. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon mit dem Boostern völlig zufrieden. Auch was da noch kommen mag, ob das jetzt zwei Non-Hits werden. Einmal eine Unlichtenergie. Hier muss auf den Energiestapel. Einmal ein Kigalo. Der gute alte Sonderbonbon. Brunosbeere. Britziegel. Ein Sensekt. Ein Rihorn. Ein Pikachuilla. Lampi, Elfon und die Riesen Galapagos Kadax in Holo. What the fuck? Okay. Vier Booster, vier Hits. Eigentlich drei, mein Holo ist für mich immer ein halber Hit. Galapagos Kadax, aber eine der besseren Holokarten. Ja, Respekt dafür. Also ich kann echt nicht meckern. Ich weiß nicht, ob der die dann random rausgesucht hat oder irgendwie so dargestellt hat, weil ich habe ja hier dreimal das eine Artwork gehabt und zweimal das andere. Ob der das ein bisschen so... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mir egal. Ich habe die Hits bekommen. Da kann man nicht meckern. Wir haben noch einmal Lapras Remix Last Pack für heute und wir schauen einfach mal, was wir hier noch so haben. Wir haben einmal eine Pflanzenenergie, ein Adressbuch, Kingler, ein Rizeros, Waumball, ein Hoplo, Salanga, ein Voldi, ein Chimpep, ein Molunk in Reverse und die Rare ist ein Non-Holo Austros. Ja, was ist da denn los? Ne, Quatsch. Ich zeige auf jeden Fall nochmal die Rare-Karten durch. Und ich würde sagen, dafür, dass das doch so ein Random-Kauf war, muss ich sagen, ziemlich ein gelungenes Video und auch ein gelungenes Opening für mich. Wir haben einmal Austros bekommen, ein Inteleon in Holo, ein Galabari Kadax in Holo, ein Quirtle-V und ein Relaxo-V. Ich würde sagen, die Ausbeute ist super gut. Vor allem auch für den Preis, was ich bekommen habe. Wie gesagt, lasst euch jetzt hier nicht davon beirren, dass ich jetzt hier was gezogen habe. Zumeist, wie gesagt, über 90% sind die Booster abgewogen. Und ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe Glück gehabt. Und wie gesagt, macht es nicht nach. Kauft euch lieber bei eurem Laden des Vertrauens oder wo ihr wisst, dass die Booster nicht abgewogen sind. Kauft euch da eure Einzelbooster oder halt in Kollektion. Also ist klar, dass es nicht abgewogen ist.
Ansonsten, ja, war es ein schönes Opening. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Green Playland. Ciao, ciao.